Ungewöhnliche Nachbarn in einem ganz normalen Dietzenbacher Wohngebiet. Die Familie von Orazio Martino lebt gemeinsam mit unzähligen Reptilien unter einem Dach. Der selbsternannte Krokodilflüsterer hat es damit zu deutschlandweiter Bekanntheit gebracht. Wir haben jede Menge Reptilien und vom Vogelspinne, Skorpione, Leguane, Agame, Warane. Krokodile dürfen nicht wählen in allen Großen. Ja. Hier kann man auch mit den Krokodilen ins Wasser gehen. Wir machen uns auch einen Spaß und eine Freude aus unserem Beruf. Kosten und der Aufwand ist groß. Nur ist ja mein Beruf. Ich mache mit Liebe und merke ich nicht. Ich mache das mit Liebe und dann merkt man nicht, dass es doch zu viel wäre, dass doch mal ein bisschen weniger sein könnte oder sollte. Ich habe nie Feierabend. Also auch nachts, wenn ich ins Bett liege, stehe ich immer wieder auf, wenn irgendwas ist. Wenn die Krokodile brüllen und Eier legen, das passiert immer nachts. Ich habe nie Schluss hier. Also von morgen, wenn ich 7 aufsteht, es geht durch. Entweder Schoß, Pflege oder sonst was, bis nachts spät. Ich habe eine Beißkraft von einer Tonne. Guck mal hier. Wenn ihr zu knapp, dann brechen sämtliche Knochen. Sehr häufig im Fernsehen. Ich bin der bekannteste Reptilienhalter Deutschland. Und was Krokodiltrainer angeht, ich Krokodilflüsterer so genannt inzwischen, bin ich der Nummer 1. Die Anlage hier und die Tiere gebaut, eigentlich von meinen Krokodilen, die zu meiner Familie gehören. Als Hobby habe ich das noch nie gesehen. Ich liebe meine Tiere, ich denke nicht an Lucro, ich muss Geld verdienen, aber das ist nicht das, das die Vorrang hat. Wir haben auch sehr viele Tiere, wo die Leute uns abgeben und die Polizei, die Feuerwehr, Fundtiere. So häufig passiert nicht, nur wir sind eine der bekanntesten und vielleicht eine von der ersten Anlaufstellen. Das sind für mich Kosten und Zeit und Tiere, wohin damit? Ich muss ein gutes Zuhause finden, ich kann es nicht alles behalten, möchte ich auch nicht. Es ist so, ich gehe auf die Bühne und bin ich in meinem Element und ich bin ich. Ich erzähle so viel Schrott zusammen, spreche Kanakisch, so viele nebenbei Worte und ich mache einen Spaß daraus, erschrecke die Leute oder bringe ich zu lachen. Und es ist ein Spaß, es ist kein Programm. Ich gehe da oben rauf, ich gucke das Publikum an. Ja? Kleine Jungs in die Nase popeln und fressen sie. Die manche, wenn die Vogelspinne durch das Publikum fliegt, als Plastikvogelspinne nach Spaß, kriegst du halt Schauge, siehst du sie. Mutti, die spupfen, wie wir Rekord brechen die her. Und lauter und erzähle immer solche Geschichten. Und ich bin so seriös, so ernst. Ja? Die Leute denken, hat jetzt eine Meinung.